Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Heute gibt es die legendäre Szene Sun Tzu vs. Yuji, aka Ganji. Yuji war ein Mystiker, der ehemals so ein bisschen gepredigt hat im Wu-Gebiet, der so ein bisschen Weissagungen getroffen hat. Es war quasi ein Orakel für manche. Und Sun Tzu fand das nicht so toll. Er wollte den Treiben ein Ende setzen und ließ ihn hinrichten, weil er nicht an so einen faulen Zauber geglaubt hat. Aber dann kam der Rachegeist von Yuji, Ganji, und hat ihn heimgesucht, die Prüfung unterzogen, und das alles führte zum Tod von Sun Tzu. Er wurde dadurch extrem geschwächt und konnte dann eben mal leicht gefinisht werden. Und die Begegnung mit Yuji, aka Ganji, werden wir jetzt machen. Es ist tatsächlich schon die nächste Schlacht, die wir anstreben müssen. Weiß nicht, so viele Wu-Schlachten gibt es gar nicht, ne? Im DW5. Was irgendwie ein bisschen schade ist. Durchschau die Tricks und Täuschung von Yuji, besiege ihn. Oh, wollen wir das auf Chaos machen? Ich weiß ja nicht. Na komm, no risk, no fun. Das wäre nicht einfach. Spiel natürlich mit Sunze. Alles andere wäre ein Witz. Das Outfit gefällt mir hier am besten. Weiß nicht. Ich glaube, das normale. Wobei das auch gut ist, ne? Das DW4 Outfit. Aber ich nehme mal das normale. Dice Royce 4 haben wir ja schon oft genug gespielt. Seine Waffe ist der Overlord. Ist noch über dem Lord, deswegen Overlord. Eroberer wäre eine Alternative, dritte Waffe, zweite Waffe, verstärkt Tonfall, sieht eigentlich ganz neat aus. Und die normalen Tonfall sieht wirklich bescheuert aus, wie so ein, weiß nicht, Shopstick halt, China-Restaurant. So, Sturmsattel, Feuerkugel, Handamulett kommt weg. Tempo-Spruchrolle, ja doch, das passt zu Sunze. Die möchte ich behalten. Ja, und Windpergament, immer generell nice. I like it a lot. Ja, komm, passt schon so. Leibgarde, dann nehmen wir. Wen nehmen wir da? Jia Xian? Na komm. Wir gewinnen, wenn Yuji besiegt wurde. Wir sterben, wenn Sun Tzu stirbt. Wer hätte gedacht, wir sterben, wenn Sun Tzu stirbt? Wie das klingt, wir verlieren, wenn Sun Tzu stirbt. Alright. Der Mystiker Yuji erschien vor Sun Tzu und versucht, Sun Tzu mit Hilfe seiner Zauberei zu töten. Sun Tzu muss sich dem Phantom stellen, um Yuji und seinen Tricks ein Ende zu machen. Ja. Das führte zu dem Tod von Sun Tzu. Nicht allzu lange nach dem Tod von Sun Jian hat sich das alles ereignet. Da musste Sun Quan eben halt übernehmen. A little conqueror. Ah ja. You won't fool me with your silly tricks. Na, seht ihr? Sun Tzu ist voll abgeneigt, was so Zauberei und so betrifft. Und ich bin abgeneigt, gegen ihn zu verlieren. Wie man hier merkt. You don't beat me now. Ja, wir müssen ihn sau oft besiegen. Hat ein bisschen was von Legende von Sun Tzu, ne? Aus Dice Warriors 4 Extreme Legends. Auch extrem viele Doppelgänger kamen. Ja, ich glaube, das wird noch richtig schwierig hier. The real me is over here. Das war nicht so einfach. Das hat ja auch nie umsonst 4 Sterne, ne? Na, ich wage es mal auf Chaos, weil hier sind ja keine Verbündeten. Ich versuche mich mal zu konzentrieren, schaffen wir das auch. Selbst mit Commentary. Komm, hoch mit dir, Kollege. Komm, jetzt Combo. So, wo ist der? Nice. The real me is over here. Ohne Damage bislang. Ohne Damage. So kann der Spaß machen. Ja, Pferd brauche ich eigentlich gar nicht hier, ne? Ist eine Waffe einfach drin, ne? The real me is over here. Over here. Bam! Hoch mit dir und er brennt. Er brennt. Er brennt, der Kollege. Und stirb. Was? Er lebt noch? Ich glaube, ich spinne. So eine Stampfattacke, das hat mich sowas von Dice Wars 4, ne? Not bad. Kann man ja den echten Yuji dran erkennen, das ist wahrscheinlich der echte.
Phantomarmee. Oh nee, die können wir nicht besiegen. Oh mein Gott. The real me is over oh, here. Und guckt euch den Schaden an. Dies ist nicht witzig. Mit der Phantomarmee ist es nicht witzig. Nee. Um Gottes Willen nicht. Oh Mann, die haben jetzt eine Backe, ne? Man kann die wieder nicht besiegen, Leute. Ich verarsche euch nicht. Phantomarmee kann man nicht besiegen, Leute. Das geht nicht. The real me is over here. Wir haben uns verarscht, Mann. Das macht keinen Spaß. Hör auf, uns zu verarschen. Schleuder den jetzt immer weg. Oh, man. Ah, da kann sogar einfrieren. Schleuder den jetzt immer weg, damit die Phantomsoldaten mich nicht so einfach erwischen. Oh, seht ihr, das ist nicht einfach. You'll never beat me now. Ich sag, das ist einfach vier, ne? Zwei Musu, damit sie nicht gehittet werden kann von den Phantomsoldaten. Ja, Mann, ich will nicht, dass sie da sind. Die sollen verschwinden, ne? Das war ohne Scheiß. Das ist echt nicht einfach, Mann. Das sind unsiegbare Gegner. Das ist scheiße, sowas. Und der Typ kann auch noch einfrieren. Wenn er einen einfriert, hat man sofort verloren. Okay, die Phantomsoldaten sind weg. Hälfte des Lebens aber auch. Sag ja, ist eklig. Jetzt kommt die Challenge. Die Wu-Truppen greifen uns an. Das ist natürlich nur eine Illusion, ne? Aber hey. Eine verdammt reale Illusion, wenn ihr mich fragt. Tag, 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 tag. Der absolute Finisher von uns, Sir. How you like me now? Was ist das für ein, was ist das für eine Aussage? How do you like me now? Bam! Wombo-Kombo. Zack, 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 na. Fuck! Denen ist nicht zu spaßen! Oh nein, mit denen ist nicht zu spaßen. Aber ich glaube, hier gibt's keine Heilung. Ich sehe schon, wir müssen mit dem roten Energiebereich arbeiten später. Das ist noch lange nicht gegessen. Das ist viel schwerer als in Dice Wars 4 Extreme Legends. Viel, viel schwerer. Ah, ich bereue es jetzt schon, Chaos ausgewählt zu haben. Nein, das ist voll in Ordnung, Mann. Hier nur wieder ein etwas anderes Gameplay. Wie gesagt, man bekommt hier kein Leben, ne? Wir müssen jetzt eine bestimmte Anzahl an Wu-Truppen besiegen. Ich meine, es sind 100. Es können aber 50 gewesen sein. Let's see. 50 haben wir. Die 50 haben wir. Ah, okay. Ich bin schon wieder impressed. So schnell geht's. Oh, heilige Scheiße, Mann, die Damage. Aber besser die hier als Phantomsoldaten, ganz ehrlich, Leute. Das Wichtigste ist, dass wir nicht eingefroren werden. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Oh yeah, let's go. Let's go. Let's fucking go. Weiß nicht, ob die jetzt nachspawnen. Diese normalen Truppen. Ja, die spawnen nach. Scheiße. Wir haben gleich tatsächlich einen Suit-Zorn. Nutzen jetzt auch. Wir müssen nur noch 10 Kills machen, haben wir wieder einen neuen Musu-Zorn. Warum habe ich den jetzt benutzt? Wurde schon mal frei gedacht, Leute. Das ist immer ganz wichtig. Wenn man Dice Wars 5 Meister möchte, dass man immer auf die Kills achtet. Nach 100 Kills bekommt man Musu-Zorn zurück. Das ist dann taktisch mit bedenkt. Sag ich jetzt mal. Und stirb! Die Phantome sind verschwunden. Looks like I'll have to use my secret weapon. Secret Weapon, jetzt wird's ernst. Sun Jian und Da Chiao sind erschienen. Wie herzlos kann man sein? Den eigenen Vater als Phantom und die Ehefrau. Wow. Richtig eklig, oder? Richtig herzlos vor ihm. Jetzt müssen wir unsere eigene Vater bekämpfen. Ein netter Test. Ein sehr netter Test. Müssen wir ihn nicht komplett besiegen? Verschwinden dann irgendwann die Illusion. Das ist Da Chiao. Gegen seine Waifu kämpft er an, ey. Ja, moin. Ich denke, da die jetzt am Brennen ist, kann man die. Nee, noch nicht. Komm schon, verschwinde. Na, geht doch. Ja, ohne Schaden auf jeden Fall geschafft. Sehr gut.
say? You! Do you realize what you've just done? You're going to pay for this. Again. Stell dir mal vor, er hätte noch ein Lubu-Phantom auf Lager. I can do this as long ich glaube, as das hat er can. Nicht. Don't worry. I promise you, this is the last test. Jetzt kommt er selbst, ne? Ja. Mit fucking vielen Phantomen. Zweimal musst du zorn. Jetzt kommen 8 Yujis. Jetzt wird's lustig. Oh oh, ja, immer springen, Leute. In der Luft kann man nicht einfrieren. Nee, getroffen. Also, wenn ihr merkt, ihr werdet sowieso getroffen vom Eis, einfach springen. In der Luft kann man nicht einfrieren. Da macht das super wenig Schaden. Oh mein Gott, boah, ich finde die Yujis hier so. Ist echt nicht geil gerade. Musst du zorn, los geht's. Du, du, du. Nicht schlecht, mal sehen, wie dir das gefällt. Ja, ja. Das ist der echte, glaube ich. Fucking viel aus. Let's have some fun! Siegen wir erstmal. Oh mein Gott, nee, die sind einfach stärker geworden. Oh, scheiße. Macht einen auf Michael Jackson aus. Oh mein Gott, Leute. Das ist eklig. Das ist nicht mehr zu spaßen, ey, mit dem. Wir dürfen nicht eingefroren werden, Leute, dann haben wir verloren. Hier die Windcondition nicht eingefroren zu werden. Yeah, wieder einer down. One down, many more to go. Guter Alter, so ein Zerspruch. Ja, wer kennt ihn noch? Jetzt habe ich Musu machen müssen wegen dem Eis. Echt nicht so einfach, ne? Oh, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wenn man im Musu-Zorn ist, kann man auch nicht eingefroren werden. Ist auch ganz, ganz wichtig. Was ausnutzt. Guck, Eis habe ich eiskalt erwischt. Pun intended. Aber juckt halt nicht. The real me is over here. Und da ist er wirklich. Juhu! Warum nicht Google? Google! So, letzte Phantom-Doppelgänger. Bitte, Eis ist nicht zu spaßen, ich hab's gesagt. Kein Problem. Am hohen Energiebereich. Da ich jetzt nicht sterbe, ist alles gut. Aber Heilung gibt's hier halt nicht, ne? Was war auch mein Leben? Heilung gibt's nicht, braucht's nicht so. Wahrscheinlich auf die Doppelgänger. Guck mal, die haben jetzt sogar Aura, ne? Ich sag's euch, das ist nicht einfach. Haut der jetzt ab, oder was? Komm her. Guck. Er ist der Endboss. Und er hat keine Aura. Das heißt, er ist einfach zu besiegen als die Doppelgänger jetzt. Doppelgänger werden immer stärker, je länger der Kampf dauert, gefühlt. Oh shit, da ist ein Doppelgänger. Oh, hier könnte was drin sein. Wow, 50 Leben wiederhergestellt. Na gut, dann sind wir wenigstens kein One-Hit. Sag's ja, es wird nicht einfach. Eieieiei. Ein Spaß für die ganze Familie. Wow, ein Objekt. Nee, ich weiß nicht, ob ich die Doppelgänger jetzt besiegen sollte oder nicht. Oh, guck. Ist das der echte oder? Das ist der echte. Das sehe ich schon. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht, Kumpel. Das machen wir nicht. Einfach mit dem hohen Energiebereich arbeiten. Früher oder später gibt er nach. Ich sage ja, jetzt werden wir ein etwas anderes Gameplay erleben. Das ist ja das Problem beim Chaos Mode. Für den Schwierigkeitsgrad. Plus, dass die Verbündeten super schnell sterben. Komm her, Bitch! Ja. Nein! Oh ne, da kommt der andere. Ich hab tatsächlich extrem viel Angst vor den Doppelgänger da. Let's have some fun! Doppelgänger sind echt hurensöhnig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Die sind richtig hurensöhnig. Ich hoffe, der stellt jetzt sein Leben nicht wieder her, wenn ich jetzt mich von dem hier entferne. Oh, Musuzuan. Juicy. Richtig juicy. Ach, guck, der verfolgt mich sogar. Ja, sehr, sehr sozial von ihm. Ja, versuch mich zu kommen.
That's a spirit. Wo ist der denn jetzt? Stopp. Er gibt direkt Nachschlag, Kumpel. Und zwar mit Musu Zorn. Let's have some fun. Ah, ist alles ganz gechillt. Hey, ich bin zwar fast tot, aber ich weiß, dass ich es hinkriege. Ich halt so spiele, wie ich spielen will. Ich soll ein bisschen defensiver spielen. Alles drin. We did it! Und es war spannend. Es war geil. Es war richtig geil. Ah, das war auch schön, oder? Ah, wunderbar. Haben wir es gemacht. Auf Chaos. Hell of a challenge. Auf Chaos. Und ich mag die Schlacht. Die ist echt gut gemacht. Ein DW4 Extreme Legends kam mal nur Doppelgänger und hier kam noch so ein bisschen Wut rum und dann eben halt die Offiziere, die ihm am nahestehendsten sind. Sein Vater, Sujian und Dachio, seine Ehefrau eben halt. Richtig gut, ey. War schon was Feines. Ist aber schwer, die Waffe. Wenn ich die haben möchte. Schwere Waffen wollt ihr nicht haben, Leute. Die sacken. A new Bodyguard. Geh weg damit. Ist ja gerade so ein Ran. Juran weint gerade. Okay, Leute. Daumen hoch für diese epische Schlacht. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.